Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Charlie von Yusha. Ja, genau. Und zwar haben wir immer noch kein Wattestäbchen gefunden. Und ich wüsste bald auch nicht mehr, wo ich eins finden soll. In die Krankenstation komme ich auch nicht rein. Dr. Gebhardt hat die Tür abgeschlossen. Und solange es keinen wirklich triftigen Grund gibt, werde ich ihn nicht wecken. Etwas sagt mir, dass er da keinen Spaß versteht. Ich denke mir, das Einzige, wo wir wirklich eins finden, wir können ja nur bei Ihnen im Badezimmer, aber da hat er auch nichts gesagt. Da wollte er es ja auch nicht. Wieso? Ja, oh Gott, geh jetzt einfach rein. Ja, ein Q-Tip. Ein Q-Tip. Ich darf auch schon gar nicht mehr im Badezimmer drücken. Ich darf eigentlich nirgendwo mehr drücken. Gehe hinaus. Betrachte Schreibtisch. Schreibtisch, Schreibtisch, Schreibtisch. Ach, den Koffer habe ich noch nicht betrachtet. Ein Prachtstück. Die Spurensicherung benutzt solche Koffer. Natürlich nicht bei uns in der Schweiz. Aber in Paris, London, New York, der großen weiten Verbrechenswelt, wird immer mehr Wert auf die korrekte Sicherung von Spuren gelegt. Es ist ein kleines Labor, mit dem sich einfache Untersuchungen bereits vor Ort durchführen lassen. Bringt mir auch nichts. Und jetzt? Wow. Hab ich was auf dem Schreibtisch übersehen? Komm, trinken wir mal ein bisschen. Hier darf ich auch nichts mehr. An der Wand war auch nichts mehr. Komm, guck nochmal, erzähl's mir nochmal. Also schön. Was haben wir hier alles? Dein Ernst? Ich brauche doch nur ein was? Pinsel? Ist hier irgendwo ein Q-Tip? Aha, das hier ist so eine Art Inventarliste. Hinter den einzelnen Chemikalien stehen ihre chemische Zusammensetzung und ein kurzer Kommentar, wofür man sie benutzen kann. Und hier sind die wichtigsten Verfahren aufgelistet. Fingerabdrücke, Schmauchspuren, Blut. Dass das am Kissen und an den Federn Schmauchspuren sind, muss ich nicht untersuchen. Das kann ich riechen. Und mehr Spuren habe ich momentan nicht. Der kriegt jetzt auch eine Anleitung. Die ist die Schublade. Ein kleines Glasschälchen zum Mischen von Chemikalien. Das ist... Oh, wie praktisch. Ein sauber verpacktes... Wir haben unser Q-Tip gefunden. Das stecke ich ein. Endlich. Willst du auch einen Schaufel mitnehmen? Für Spurensicherung im Wald und freiem Gelände, möchte ich meinen. Ja. Interessant auf einem Schiff. Oder um was zu vergraben. Betrachte die Chemikalien. Okay, reicht mir. Wir gehen mal weg hier. Wir haben ja unser Q-Tip. Ja, stimmt. Ich wusste sofort, dass es im Koffer ist und nicht im Badezimmer. Klar hätte man das wissen müssen. Weil ein normaler Q-Tip zu Mainstream ist. Ich brauche einen special, super langen Q-Tip. Nur für die ganz coolen. Jetzt kommen wir weiter. Endlich. Ich werde dich finden. Du kannst dich nicht verstecken. So, bitte mit Schmackes. Ich höre, dieses Spiel macht mich so kehre damit. Oh, ich wollte da nicht mal rein. Ich meine, das Spiel ist relativ amüsant und ich wollte unbedingt weiterspielen, weil ich wissen wollte, wer ist. Aber dieses, dass man da irgendwie nicht langkommt, ist so zum Kotzen. Aber ich konnte nicht mehr, ich war zu müde. Da musste ich wirklich eine Pause einlegen. Glaubt ihr das? Eine Pause. Ja, so, Wattestäbchen. Wattestäbchen? Blut. Das wollte ich schon immer mal machen. Echt? Ich nicht unbedingt. Das muss reichen.
An der Watte kleben Blutspuren vom Bett der Baronin. Hoffentlich genug, um sie untersuchen zu können. Und er wollte die ja unten im Labor untersuchen. Sehr amüsant. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Macht er das von alleine? Bitte, macht das von alleine. Ich weiß nicht, mit welchen Chemikalien ich dann rumspielen muss. Obwohl, warte. Schon zu lange her. Ist wahrscheinlich nur Farbe oder so. So, dann wollen wir mal ganz viele Chemikalien drüber kippen. Das ist, glaube ich, die beste Idee, die ich habe. Ich glaube fest daran. So, erzähl es mir nochmal. Hier stand doch irgendwo was von Blutproben. Fingerabdrücke, Schmauchspuren, Blut. Naja, hier steht, wie man Blut nachweisen kann. Das ist zumindest ein Anfang. Man muss Luminol und eine Wasserstoffperoxidlösung miteinander mischen und die Mischung dann aufs Blut sprühen oder träufeln. Die Lösung verfärbt sich blau und leuchtet leicht, selbst bei kleinsten Mengen von Blut. Luminol und Wasserstoffperoxid also. Luminol und Wasserstoff. Aha, Luminol. Haha, Kinderspiel. Ich wusste sofort, wie sie stehen. Weil ich es mir durchgelesen habe, so diese kleinen Dinger kann ich lesen. Mit dieser Mixtur kann ich Blut nachweisen. Die klare Flüssigkeit verfärbt sich blau, wenn sie mit Blut in Berührung kommt. Warte, Stäbchenfusion. Ich glaube, es ist besser, wenn ich die Lösung auf das Stäbchen tropfe, anstatt das Stäbchen in die Lösung zu tunken. Vielleicht spielt Sauerstoff eine Rolle, oder es funktioniert nicht, wenn man zu viel von der Lösung nimmt. Ist hier irgendwo eine Pimpette? Gummihandschuhe? Fingerabdrücke sind überbewertet. Clevere Diebe tragen Handschuhe oder sind sich sicher, dass es am Tatort zu viele Abdrücke gibt, um alle zu untersuchen. Pipette. Ist hier keiner? Wie soll ich das denn rauftropfen, wenn hier keiner ist? Ich bin mir sicher, Legrand könnte in dieser Hexenküche zaubern. Mir bleibt nur ehrfürchtiges Staunen. Hallo? Ist hier nicht irgendwo eine... Da ist eine. Aber die darf ich nicht nehmen. Wenn ich das nicht nehmen darf, wie soll ich das denn? Okay. Also schön. Das wäre dann also unsere Nachweislösung. Okay. Ich glaube, es ist. Dann lass mich doch eine fucking Pipette nehmen. Da. Wollen die mich verarschen? Stimmt. Mit einer Pipette auf irgendwas raufzutropfen ist zu Mainstream. Die Hälfte der Werkzeuge in diesem Koffer sind auch für Archäologen interessant. Und eigentlich sind die Spurensicherung und Archäologie ja auch ähnlich. Man will herausfinden, was an einem Ort geschah. Ob nun vor ein paar Stunden oder vor tausenden von Jahren. Wollen die mich fucking verarschen? Alter! Ach, da liegt auch eine. Klar, weil man die überhaupt nicht übersieht. In Ordnung. Ich fülle die Pipette und lege sie ab. Ganz vorsichtig. Dann wollen wir mal sehen, was wir hier haben. Das sieht man ja die offensichtlicher. Kein Blut. Es gibt nicht die geringste Reaktion. Wenn ich keinen Fehler gemacht habe, und so schwierig war die Sache ja nicht, dann handelt es sich bei dem Fleck auf dem Bett der Baronin eindeutig nicht um Blut. Aber wenn es kein Blut ist, was ist es dann? Und viel wichtiger, warum ist Dr. Gebhardt nichts aufgefallen? Angeblich hat er doch alles untersucht. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, der Krankenstation einen Besuch abzustatten. Weil er kein echter Arzt ist. Gut, dann bin ich hier durch. Kann ich zur Krankenstation? Wie soll ich jetzt reinkommen? Das hat bis jetzt keinen Unterschied gemacht. Ich kam vorher auch nicht rein. So, jetzt sieht mich jemand.
warum schließen wir hinter uns nicht ab? Das ist doch total dämlich. Das merkt er ja doch sofort, dass da jemand drinne war. Und wir haben ja nicht gerade unauffällig mit unseren Fingerabdrücken gespart. Es ist dass Dr. Gebhardt die Baronin erschossen hat. Er war bei mir, als der Schuss gefallen ist. Aber er hätte bemerken müssen, dass die Baronin in einer Lache von falschem Blut lag. Vielleicht deckt er jemanden. Finden wir es heraus. Oh Gott sei Dank. Kannst du es von alleine. Der ist wahrscheinlich für Notfälle, wenn ein Gast stürzt und nicht mehr laufen kann. Grund dafür könnten die Bewegungen des Schiffes sein oder die gut gefüllte Bar des Kapitäns. Lauf einmal rum, genau. Ich schätze, dahinter steht der Mülleimer. Hä? Ach so. So ist es. Papiertücher, Plastikverpackungen, Kartons und... Moment. Was sagt man dazu? Ein aufgeplatzter Gummihandschuh. Er wurde zugeknotet und überall auf der Innenseite befindet sich eine rote Flüssigkeit, die wie Blut aussieht. Aber ich gehe jede Wette ein, dass es sich um dasselbe falsche Blut handelt wie in der Kabine der Baronin. Apropos, meine Theorie wurde widerlegt, dass es zwei Schüsse gab. Dadurch, dass der zweite Schuss unten in der Holzkiste feststeckte. Dr. Gebhardt wird Probleme haben zu erklären, wie ein Gummihandschuh, der mit Kunstblut gefüllt war, in seinen Mülleimer kommt. Nicht nur, dass er das falsche Blut in der Kabine und an der Leiche der Baronin nicht entdeckt hat. Jetzt auch noch das. Das sieht nicht gut für Sie aus, Herr Doktor. Für mich ist das... Ich sollte Legrand davon berichten. Ah, und ich nehm's nicht mit? Okay. Ein Tonbandgerät der Firma Saibling. Interessant. Die Spule in der Kabine der Baronin ist von derselben Firma. Interessant, was ich jetzt nur machen könnte. An dem Tonbandgerät wurde ein Mikrofon angeschlossen. Eventuell nimmt Dr. Gebhardt seine Untersuchungsergebnisse auf Band auf, um sie später abschreiben zu können. Darf ich nicht abhören? Ach so. Das Gerät ist von eher einfacher Machart. Ein Gebrauchsgegenstand. Einfach, robust, praktisch. Das Gerät ist... Kann ich da nichts mitnehmen? Dann nicht? Das Waschbecken sieht aus, als sei es vor kurzem gründlich gereinigt worden. Ob damit nur den Hygienevorschriften Genüge geleistet werden sollte oder es einen anderen Grund hatte, kann ich nicht sagen. So, habe ich denn jetzt alles... Also wollen wir jetzt zu Nikio gehen und sagen, hey, ich bin in dein Zimmer eingebrochen. Und übrigens habe ich herausgefunden, dass Blut nicht echt ist. Aber ich bin in dein Zimmer eingebrochen. Mit einem einfachen Draht, bitte, deine Sicherung. Schon wieder, wie oft ich überfallen werde. Nicht ich. Wow. Oh, das war denn... Ah, das war jetzt erst die erste Episode. Wir haben jetzt erst die erste Episode rum. Oh, sind wir gut. Ja, gut, wir haben es geschafft. Wir haben eine von drei Episoden rum nach endlichen 1000 Stunden harter Arbeit. Zuletzt wurden wir betäubt. Irgendwie werden wir relativ schnell gefangen. Wir sind sehr gut in Selbstverteidigung. Haben wir gut erlebt. Ja, was denn noch? Das ist komisch, dass jetzt Credits kommen, bevor alle Episoden rum sind. Jetzt kann ich nur zu einer Hälfte was sagen, obwohl ich die anderen beiden auch schon gekauft habe. Ich habe das mal so ein... Irgendwie kurz bevor das rausgekommen ist, konntest du die alle kaufen und hast dann den Rest später umsonst nachbekommen und da habe ich es mir geholt. Ja, und dann warten wir und gaffen wir. Oh, guck mal, Matthias und Sebastian Rickling. Wahrscheinlich Brüder, gehe ich mal von aus. Oder ist Zufall, aber es könnten auch Brüder sein. Ja, das Spiel ist relativ... Irgendwie ist... Also es sind verdammt viele Bugs drin.
so richtig scheiße ist, das irgendwie von einer Seite zur anderen Seite zu gehen. Aber irgendwie will ich unbedingt wissen, wer jetzt der Rabe ist und wer der Mörder ist. Ich glaube, der Mörder könnte dann unser Fake-Doktor sein. Und wer der Rabe ist. Ich weiß nicht, ob wir die Person überhaupt schon kennengelernt haben. Ich denke, das war ja dieser Typ im Zug. Deswegen denke ich, dass wir ihn noch gar nicht gesehen haben. Obwohl ich echt gerne hatte, dass Olivier der Mörder ist. Vielleicht arbeitet er mit dem Doktor zusammen. Ich mag ihn einfach nicht. Er ist einfach ein bisschen seltsam. Seine ganze Art. Einfach nur so, hey, du Scheiße. Er ist immer voll gemein zu mir. Ich will nur helfen, ja? Ich bin ein guter Polizist. Wachmeister. Ich bin ein guter Wachmeister. Zwar nicht so ein guter Detektiv, aber besser als unser Superdetektiv, der mit dabei ist. Den auch nicht aufgefallen ist, dass es Fake-Blut ist. Genies? Voice. Ja. Ja. Also. Ich hoffe, ihr könnt jetzt gehen nicht allzu lange, weil wahrscheinlich kommt dann nach der zweiten Episode auch nochmal. Theoretisch gesehen habe ich überlegt, sie abzubrechen, aber das wäre unfreundlich. Die nur am Ende zu zeigen, wie sie es gehört. Macht man ja nicht. Museumwache, Ägypten. Oh Gott. Ja, dieses Spiel, also die Story, finde ich, ist, hat irgendwie was. Aber auch nur irgendwie. Also sie, keine Ahnung, also weiß ich nicht. Das überfordert mich ein bisschen. Bis jetzt habe ich ja nur eine Episode gespielt. Das heißt, ich habe die Story nur zu einem Drittel mitbekommen. Ich denke, dass irgendwas zwischen Nico und der Rabe, dass da noch irgendwas mehr vorgefallen ist. Ich meine, warum sollte der Rabe ihn sonst mit Nico anschreiben? Normalerweise machen das Diebe nicht unbedingt. Ich meine, er war ja eh besonders. Und ich denke aber nicht, dass er denn jetzt so radikal geworden ist und anfängt, alle versuchen umzubringen oder so. Glaube ich einfach nicht. Ich hatte ja erst gehofft, dass der Rabe irgendwie gelenkt worden ist und dass, obwohl ich den Raben zu schlau dafür halte, dass dann irgendwie da, dass er das war, der es geklaut hat, aber nicht derjenige war, der die Bombe und so gelegt hat. Müssen wir mal sehen. Irgendwie fehlen uns zu viele Hinweise, um da jetzt 80.000 Theorien aufzustellen. Tue ich zwar trotzdem, aber uns fehlen zu viele Hinweise, so dass alles, was ich sage, zu 99% falsch ist. Ja, wir sind am Ende angekommen. Schneller, Steam. Schneller. Und das heißt, Geheimnisse gelöst. 14. Plus 1.700. Ach, gar nicht. Plus 17.500. Rätselhilfe genutzt. Einmal. Minus 100. Hotspot-Hilfe genutzt, 21 Mal. Ja, okay, die ersten 5 Male wusste ich nicht mal, was das ist. Da habe ich einfach nur drauf umgedrückt. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ich habe zwar jetzt ein paar Punkte von mir aus. Gut, dann wollen wir mal. Ups, warte, nein. Hallo? Warte. Ich muss jetzt auch, das geht automatisch gar nicht weiter in das zweite Ding, sondern muss ich draufdrücken. Ich frage jetzt, wie viel Zeit haben wir noch? Eine Minute, dann beende ich hier die Folge, weil ich denke, es wird jetzt sehr viel Filmen und Reden erstmal kommen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tüdelü.